Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier im Clan Uwe Elterton mit mir, dem Thorsten Akatoto. Ja, ich muss gar nicht mehr sagen, beim Clan Uwe Elterton, ihr seht das ja oben schon. Und eben mal noch eine letzte Truppe verspenden und hier so ein paar Kisten geöffnet. Dann legen wir auch gleich los. Wir haben ja ein Event zu spielen hier. Und ihr seht, ich bin jetzt schon länger nicht mehr hier gewesen, sonst hätte ich hier nicht diese Ewigkisten hier. Aber wir haben ja die Doppel-Elixier-Herausforderung und ja, die habe ich noch nie so richtig gespielt, muss ich dazu sagen. So, mal eben, ich muss eben mal fix die Truhen hier öffnen. Das ist ja jetzt hier das große Chest-Opening wieder beim Thorsten, also nix. Ja, keine epische, keine legendäre, kein gar nichts. Alles nur diese Silber- oder Gold-Truhen. Und dann gucken wir mal in das Event hier rein. So. Wo ist es? Hier ist es. Da ist eine Teilnahme, ist gratis. Dann nehmen wir die auch gratis mal an. Irgendwie ist das hier fürchterlich langsam manchmal am Tablet, wenn ich hier per HDMI aufnehme. Jetzt muss ich auch mal schauen. Ich weiß gar nicht. Ah, okay. Man kämpft, so wie ich das jetzt gerade so sehe, mit der Truppe, mit der man am letzten, als letztes hier in der... Ah, nee. Man wählt hier die Karten. Oh, okay. Man wählt die Karten... Ich habe noch gar keine gewählt. Ich habe noch gar keine gewählt hier. Okay. Ja, machen wir mal. Ich weiß gar nicht. Denn mein Gegner, mein Mate. Ach, das ist ja Duo hier. Oh. Das ist ja Duo. Dann sehe ich auch, was der hat. Dann brauchen wir auch nicht zwei Riesen, sondern nehmen wir lieber den Lava-Hund mit hier an der Stelle. Und Doppel-Elixier und Duo. Oh, das ist ja super krass. Super krasse Action hier. Mann. Ja, ich bin sogar relativ hoch von den Pokalen im Moment. Denn ich bin fast wieder bei 2900. Also kurz davor. Ganz, ganz alleine hier. Vor allen Dingen Arena 10 zu werden. Und jetzt habe ich hier schon keine Karte hier. Das ist natürlich doof. Da müssen wir hier mal ein bisschen mehr setzen jetzt an der Stelle. So, ah, das sieht gut aus. Das sieht sogar gut aus an beiden Stellen. Da holt er jetzt seinen Riesen hier. Das ist natürlich super krass. Und oben geht unser Hund schon mal richtig nett durch, muss man sagen, an der Stelle. Aber wisst ihr was, wir ziehen hier sofort den Hund nach. Nochmal einen Hund. Nochmal gleich den Hund hier. Und die halten wir hier unten erstmal auf. Dann haben wir hier noch einen Hund am Start. Boah. Okay, Holzfäller damit rein, dass hier mal so richtig was abgewutet wird. Und nochmal ein Friedhof hier an der Stelle. Komm, Friedhof. Friedhof. Gut. Super gemacht. Super gemacht, glaube ich, von uns. Der ist hier immer noch am Verteidigen da oben. Ganz, ganz hart. Und Magier mit dahinter. So, mal sehen. Ah, okay. Er setzt uns jetzt auch ein bisschen zu, aber noch nicht so wirklich. Und, das können wir in jedem Fall noch kontern. Jetzt kriegt er einen Turm bei uns. Okay, das ist nicht ganz so super schlimm. Die blitzen wir ja mal weg. Damit hier unser Holzfäller jetzt auch noch so ein bisschen nach da vorne reingeht. Ja, okay. Oh, der lässt jetzt seine Pulle da fallen. Und nochmal ein Friedhof gesetzt. Ich denke mal, das muss ja gewesen sein. Jawohl, drei Stück. Boah, super. Und der hat noch einen Flunky gehabt, auch noch. Flunky, Funky heißt der, glaube ich, ne? Ich sage mal Flunky. Ich weiß gar nicht warum, aber super gemacht hier, jawohl. Das ist, ja, echt super. Also, schöne drei Dinger hier. Und in die Kronentruhe geht das Ganze ja. Und das Ganze geht vor allen Dingen in die Clantruhe rein. Das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle. Und, ja, was kriegen wir hier? Wir kriegen hier, wird nach drei Siegen vergeben. Okay, gucken wir mal, ob wir drei Stück hinkriegen. Ich muss wieder meine Karten wählen. Mal gucken, was mein Gegner wählt. Beziehungsweise was mein Mate wählt. Okay. Mein Mate wählt die. Das wird nicht so schön. Das Deck, aber schön, dass man eigentlich sieht, was der Mate sich hier für Karten
reinzieht. Okay, Inferno-Drache hat er hier an der Stelle. Und wir sehen natürlich auch des Gegners Karten teilweise. Habe ich so noch nicht mitgemacht. Und mal gucken, viel Glück. Jawohl, Dankeschön. Mal sehen, ob ihr auch so viel Glück habt wie wir. Okay. Ja, wir müssen mal ein bisschen verteidigen auch. Das ist halt unser Problem. Ein bisschen müssen wir verteidigen hier an der Stelle. Und dann schauen wir mal, dass der jetzt schon mal so ein bisschen was schon mal schießt da, der Flunky. Jawohl, das tut er auch. Müssen wir den aufhalten hier. Und hier nehmen wir mal die Feuergeister. Okay, den Flunky haben wir schon mal aufgehalten. Oh, was macht der denn? Ach, ich habe schon wieder einen Lava-Hund hier da drin. Das ist natürlich doof. Oh, oh, oh. Der Gegner kommt hier aber ganz hart. Ja, ganz hart. Okay, so. Jetzt haben... Okay, da. Er sitzt irgendwie immer ein Hogrider. Okay. Und ich denke, wir kommen weiter hier mit Bodentruppen. Aber auf der anderen Seite... Oh, da ist er jetzt ein bisschen zu stark. Da ist er zu stark auf der anderen Seite. Okay, Blasrohr da. Und dann gucken wir mal. Ah. Ja, da kann er den ruhig nehmen. Das ist halb so wild an der Stelle. Ich denke mal, der Flunky hier kommt auf jeden Fall nicht durch. Wir müssen hier unseren Tower... Oh, der hat diesen Scheißblitz. Wir müssen jetzt irgendwie auch mal an seinen Tower da kommen. An der Stelle. Und so ist das ja ganz nett. Jetzt hauen wir hier mal ein Heil rein. So, jawohl. Das könnte gelingen an der Stelle. Ja, das ist der Turm. Aber 94 ist natürlich jetzt nicht gerade so der Sieg hier an der Stelle. Denn der wird uns sicherlich nochmal wegblitzeln hier. Und da müssen wir hier in jedem Fall kontern. Er wird ja jetzt nur noch auf diesen Turm hier gehen. Gar keine Frage. So, mal die Pfeile hier mit reingeworfen. Und jetzt hat er den Turm hat er und den anderen hat er natürlich auch. Der hat ja nur noch einen Healpoint. Das heißt also, wir sollten jetzt schon so ein bisschen hier über den mittleren Turm reinkommen. Sonst haben wir an der Stelle hier ganz klar verloren. Ganz klar verloren. Ja, da hat er den zweiten Turm. Und das Game ist gleich vorbei. Mal schauen. Oh, ich setze schon wieder keine Karte hier. Das ist natürlich scheiße. So, dann haben wir hier mal ihn hier mit rein und die hier mit rein. Oh, 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 oh. Noch ein Flunky. Okay, den haben wir verloren. drei Flunkys im Feld. Das wird nichts. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Können wir mit leben. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich weitermachen. Okay, jetzt haben wir schon ein X drin, aber ist nicht so tragisch. Ja, jetzt sehe ich es auch. Man kann den Duo-Kämpfen hier auch beitreten, aber ich weiß gar nicht, ob das bei dieser Elixier-Herausforderung dann zählt. Deswegen machen wir das an der Stelle lieber nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen, wir machen schon mal unsere Kontrolle hier auf. Denn die haben wir ja jetzt relativ zügig vollgekriegt hier. Okay, da gibt es ein bisschen Gold. Da gibt es ein paar Juwelen, die kann man ja auch immer gebrauchen. Da gibt es ein paar Feuergeister. Eigentlich ist das hier für mich immer teilweise die beste Truhe an der Stelle. So. Was kriegen wir hier noch? Ach, okay, den Inferno-Turm 7-mal. Naja, gut. Ich bespiele ihn nicht, aber ich könnte ihn updaten. Und würde aber sagen, wir machen hier einfach weiter, denn hier gibt es sicherlich nette Sachen zu gewinnen, beziehungsweise hier nehmen wir mal an der Stelle das Kampfholz. Und ich nehme meistens Karten, die ich auch bespielen kann, die ich auch selber habe. Deswegen ist es für mich immer schwer, wenn ich dann mal, wie eben, die Nachthexe zum Beispiel spiele und habe die selber gar nicht, ja. Also ich weiß gar nicht, wie die tickt. Außer man hat sie mal hier so oder man hat sie in den anderen Herausforderungen sowieso dabei. Aber sonst weiß ich nicht, wie diese Nachthexe tickt. Und deswegen glaube ich, ist das an der Stelle hier die bessere Wahl. Und er kommt da mit dem Magier. Dann nehmen wir hier schon mal unseren Hund. Und nehmen nochmal einen Magier dahinter. So mit zwei Magier, einem Hund. Ist das schon mal nicht schlecht an der Stelle.
Und da zieht er jetzt erst einen Riesen, okay. Dann hauen wir hier schon mal unseren Tesla hin. Ein Tesla ist das, okay. Okay, einmal Kampfholz gezückt hier an der Stelle. So, das Kampfholz war nicht schlecht, glaube ich. Und mal sehen, den Holzfäller hier reingeballert. Er kommt uns jetzt zwar ein bisschen zu nahe hier an der Stelle, aber noch nicht wirklich. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt nochmal unser Koboldfass hier rein. Mal sehen. Tesla nochmal ein bisschen zur Verteidigung. Und jetzt ballert da so ein bisschen der X-Bogen. Okay. Das macht aber an der Stelle nicht wirklich was aus. Wir nehmen noch einen Magier damit rein. Dieser scheiß X-Bogen. Der X-Bogen war jetzt nicht schlecht an der Stelle. Muss man sagen. Der ist wirklich gut gewesen. Der hat nämlich hier richtig was weggeballert. Okay. Koboldfass und nochmal Kampfholz, um hier jetzt auch nochmal so eine Bodentruppe zu schaffen. Schaffen wir auch an der Stelle, jawohl. Wir haben einen Turm, aber er kommt unserem Turm natürlich ziemlich nahe hier. Den müssen wir jetzt ein bisschen härter verteidigen. An der Stelle nochmal einen Tesla hier gezückt. Oh, jetzt versucht das gleich an einer anderen Stelle, auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite verteidigt er jetzt aber. Ah, okay, da hat er wahrscheinlich gedacht, dass der aber auf den Turm geht hier. Und nicht unbedingt auf, wir greifen an hier, keine Frage. So, aber Kampfholz, damit das Kleingemüse hier weggeht. Und er versucht es dann mit der Rocket. Okay, das ist ihm auch gelungen an der Stelle. Das ist nicht schlecht. Aber wir ziehen jetzt mal unseren Hund hier von da rein. Und, Mist, jetzt habe ich natürlich kein Kampfholz an der Stelle. Shit. Der geht aber noch gut durch da. Mal sehen, das Fass hier reingerollt. Kampfholz hinterher. Alter, ist das hier eine Action, ey. Mann! Ey, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht hier. Das geht ja gar nicht. Volle Pulle hier. Manometer. Hier wird echt gerockt jetzt gerade. Los! Okay, jetzt gucken wir mal, wer wen hier als erstes kriegt. Das, was wir natürlich wissen, ist, dass er ja an der Stelle eine Rakete hat. Die schafft natürlich unseren Turm jetzt noch nicht ganz. Aber, mein Mate hatte den Blitz, super. Was war das gerade für eine Action hier, ey, Mann. super gemacht. Jawohl, zweiter Sieg hier. Das ist krass. Und wir haben zwei Kronentruhen gemacht. Boah. Mann, ey. Nicht schlecht. Ja, sieht ganz gut aus für uns. Und alle guten Dinge sind drei. Deswegen spielen wir gleich weiter hier. Ich hoffe, euch gefällt nach wie vor die 17 Uhr Folge hier für einen Samstag von Clash Royale an der Stelle. Denn die Leute, ich finde, die sollen einfach nicht zu kurz kommen. Irgendeiner hat natürlich mal geschrieben, ja, mach lieber zwei Clash of Clans Folgen. Ich weiß, dass meine Clash Royale Folgen nicht so sehr den Zuspruch bei euch finden. Aber ich spiele es ja hin und wieder ganz gerne und es lockert dann auch so ein bisschen meine ganze Aufnahmengeschichten so ein bisschen auf, sage ich mal. Denn irgendwo spiele ich es ja auch und ich bin ja schon relativ hoch und relativ weit und deswegen glaube ich, können wir das ruhig machen an der Stelle und ziehen hier mal mit einem Riesen und dann nehmen wir noch einen Magier dahinterher. Was hat er da jetzt an der Stelle? Okay, er hat den Blasrohr-Kobold, das ist nicht schlecht und wir zocken hier jetzt schon mal einen Friedhof rein. So, weil da muss er jetzt schon ganz gut verteidigen hier an der Stelle. Oh, wir haben eine Kanone, das ist ja cool. Das ist ja cool. Und ein Gift. Okay, ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich eigentlich habe hier an der Stelle. Aber der Guli, der soll jetzt erstmal hier auf die Kanone gehen. Oh, was macht der denn? Eieieiei. Oh, da, jetzt kriegen wir richtig, richtig Luck hier gerade. Scheiße. Oh, Mist. Okay, den Turm haben wir, glaube ich, verloren. Denke ich mal. Das werden wir an der Stelle nicht mehr packen. Und, da müssen wir mal schauen. Einfach hier jetzt die Kanone reingestellt und hier diese Sachen hier in jedem Fall gegiftet.
Anders kann ich mich, können wir uns jetzt nicht wehren, gerade mal so an der Stelle hier. Ah, auch wieder volle Action hier. Keine Frage. Wir gehen jetzt aber alle auf die Kanone hier. Okay, die Kanone lenkt ganz gut ab. Das heißt, wir ziehen hier gleich noch eine hin, dass da dort auf jeden Fall der Golem mit hingeht. Und okay, er hat an der Stelle auch eine Rakete, aber wir haben ja irgendwie haben wir gar nichts, was wir ihm hier im Moment entgegensetzen können. Und alter Verwalter, Mensch. So, dann versuchen wir es mal ein bisschen aus der Luft hier an der Stelle. Da blitzt er jetzt aber unsere gesamten Truppen hier weg. Okay. Wie können wir hier weiter vorgehen? Riese rein. Ah, er hat natürlich auch einen Riesen. Den müssen wir hier geistern. Und wir müssen den einfach ablenken hier. Mit dem Friedhof. Der Friedhof muss hier... Ah, der Golem darf nicht durchkommen. Auf gar keinen Fall darf der Golem hier durchkommen. Er blitzt ja auch immer noch wie so ein Irrer. Und hat jetzt hier die Blasrohr-Heinis hier ohne Ende. Oh, scheiße, unser Turm geht down. Shit. Ja, okay, das haben wir verloren. Kann nichts machen. Scheiße. Ah, macht nichts. Ist nur ein Spiel hier. Und immerhin haben wir eine Kronentruhe geholt. Haben jetzt zwar schon unsere zweite Niederlage. Aber ja, macht einfach Laune hier. Ihr merkt das auch an meinen Reaktionen hier. Ich bin gut dabei, auch wenn das jetzt eine Niederlage war. Das war nicht so schlimm für mich an der Stelle. Mal sehen, ob ich nicht mit meinen Clan-Mates hier spiele. Aber ihr seht, 2898 von ganz alleine hier wieder hochgekommen. Und ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ihr werdet mindestens einmal die Woche von mir ein bisschen Clash Royale sehen. Und dann bis dahin, euer Toto. Clasht.